Timo mit der Urban Freunde hier bei Toms Mobile aus dem schönen Kirchland im Allerleinetal. Nein, ich stehe nicht an der Nordsee oder Nordsee, sondern ich stehe fast in der Aller. Wir sind hier mitten in Kirchlenteln, also in der Nähe von Kirchlenteln, im Überflutungsgebiet. Vielleicht kann man den Kirchturm, nein, kann man nicht. Kirchlenteln ist da hinten bei den Windrädern. Da irgendwo sind Windräder zu sehen. Und ich wohne bei den anderen Windrädern da hinten, also nicht allzu weit weg. Und ja, ihr seht, das Wasser ist noch nicht ganz oben am Deich angekommen, aber der Deich ist durchweicht. Wind in diese Richtung drückt gegen den Deich. Ich muss mich jetzt hier auch gleich verpissen. Es hat uns hier sehr stark erwischt. Es hat auch einige Modellbahner erwischt, die ich persönlich kenne, den Lutz aus Weihe. Weihe ist Fluss abwärts Richtung Bremen, ungefähr 20 Kilometer. Da hat den Lutz das Grundwasser in den Keller gehauen. Und seine ganze Mova kann er abbauen und abreißen und nochmal neu anfangen, wenn er es dann überhaupt nochmal irgendwie trockengelegt kriegt. In Aalen, das ist in die Richtung, flussaufwärts. Auch dort hat es einen Modellbanner zerrissen. Die sind evakuiert worden, er konnte nicht mehr die Mova retten. Und der Keller ist vollgelaufen und das kam eben nicht schleichend, oder dass man Zeit gehabt hätte, sondern es kam doch sehr überraschend, weil eigentlich sind wir ja hier Hochwasser immer mal gewöhnt. Allerdings so ein Hochwasser, das haben wir noch nicht gehabt. Das sind Höchststände, die ihresgleichen suchen. Und hier im Hintergrund, ich bin deswegen hier, da ist mein Auto, da ist unser Hundeplatz eigentlich. Also auch da ist riesiger Teich, was eigentlich normalerweise nur eine kleine Pfütze gewesen ist. Ja, und jetzt wechselt und schwenkt mal so ein bisschen durch die Gegend. Wie gesagt, da läuft das Wasser schon rüber, also nicht über den Deich, sondern unten runter. Das Ganze wird unterspült. Allerdings hier ist jetzt nicht unbedingt die Gefahr, dass hier jetzt der Deich brechen sollte, sondern das ist eher in diese Richtung, weil der Wind hier das Wasser reindrückt. Modellbahn H in Lilienthal soll abgesoffen sein. Ich habe es heute angerufen, weil ich dort nicht hinfahren wollte. Ich wollte noch mehr einen Schaltdecoder besorgen und es geht keiner ran. Und dann irgendwann habe ich dann doch jemanden erreicht und gesagt, nein, wir haben leider zu, wir sind abgesoffen. Die wohnen da auch im Hochwassergebiet oder das Geschäft ist im Hochwassergebiet. Und somit haben wir erstmal wahrscheinlich auf lange Sicht gesehen kein Modellbahnladen hier vor Ort. Mal wieder zurück. Ja, das ist die Lage hier vor Ort. Wie gesagt, es hat auch einige Modellbahner zerrissen, die ich persönlich kenne. Und das ist echt bitter. Und ich selbst wohne noch an einem Flüsschen. Das ist ein Bach, ist das eigentlich. Der ist aber nur dann Hochwasser, führt nur dann Hochwasser, wenn es langanhaltend regnet, weil das ein schnell fließendes Gewässer ist. Da hatten wir um Weihnachten herum wirklich Höchststände gehabt, aber ich brauche da keine Angst haben, dass ich da, ich denke mal schon, dass man heute ein bisschen Bedenken haben müsste, wenn es extrem viel regnet, dann wird das wohl auch bei uns, mich auch erwischen oder unser Haus erwischen oder auch nicht. Ich weiß es einfach nicht, weil es ist noch nie so vorgekommen. Aber es hat auch nie so viel geregnet. Und das Wasser, was hier ankommt, das ist 20% Regenwasser vor Ort. Das ist alles Wasser, was aus dem Harz kommt, über die Oker, über die Leine, über die Aller. Und weiter hinten in die Richtung fließt die Aller in die Weser. Da staut sich alles. Und das Üble ist, dass selbst wenn jetzt die Pegelsteige stagnieren würden, dann würde das Wasser nicht sofort wieder absinken oder so. Das würde noch 10 bis 14 Tage dauern, bis es überhaupt anfängt abzufließen oder die Pegelstände runterzugehen, weil hier ist sowieso alles plattes Land. Und wenn plattes Land überflutet ist, ja, wo soll es denn hin? Ne? Das ist also nicht ganz so einfach. Aber gut, ich zeige euch jetzt noch ein bisschen was von meiner Mova, was ich in den letzten Tagen hier so noch ereignet hat, was ich gebaut habe. Noch so ein Weihnachtsgeschenk, was ich bekomme, auch den Luftballon. Ja, Luftballon, den Heißluftballon habt ihr ja schon gesehen. Den habe ich ja über Weihnachten zusammengebaut. Und ich wünsche euch einen guten Rutsch ins Jahr 2024 mit trockenen Füßen vor allen Dingen. Bleibt gesund. Wie gesagt, jetzt noch ein bisschen was von der Mova, damit das hier nicht ganz nur Hochwasserthema ist. Genau.
Bis dann. Oh, das sieht jetzt zwar sehr romantisch aus mit dem Sonnenuntergang und den Wolken, aber eigentlich wollte ich hier nach Hause fahren, aber da komme ich jetzt auch nicht mehr durch. Also muss ich nur noch muss ich mir einen anderen Weg suchen. So sieht es hier aus. Da hinten geht ein ordentlicher Schauer nieder, also die Hochwasserlage wird sich weiter verschärfen. Das nochmal so eben nebenbei. So, das wollte ich euch noch kurz zeigen. Ihr seht hier, dass die Straße direkt am Deich nass ist und das Wasser hier so langsam fließt. Das kommt nicht über den Deich, das kommt unter dem Deich, das sickert raus und sammelt sich hier hinten. Und ja, ich darf jetzt hier nicht auf den Deich rauf, weil der Deichgraf, den habe ich hier eben langfahren sehen, der scheißt mich dann zusammen. Aber wir schauen uns weiter hinten nochmal um. Da ist nämlich der erste Deich gebrochen. Ich hoffe, ich kann das ein bisschen einfangen. Jawohl. So, ich hoffe, man kann das sehen und vielleicht auch ein bisschen hören, das Wasserrauschen. Da an der Kante, die dunkle Kante, ist der Deich, den wir eben gesehen haben. Und da schwappt das Wasser jetzt rüber und läuft hier ins nächste Dorf rein. Ja, man kann es jetzt bestimmt nicht hören, das hört sich echt gespenstisch an. Da läuft Wasser überall rüber. Diese Linie, das ist der Deich, wo wir eben dran standen. Der läuft da jetzt über. Und deswegen mache ich mich jetzt hier auch schnell vom Acker, damit ich nur nach Hause komme. So, ich bin mittlerweile zu Hause angekommen, hier im schönen Allerleinetal. Hintergrund, da wohne ich und da ist auch das Eisenbahnzimmer und da geht's. So, ich bin mittlerweile in meinem trockenen Moberzimmer angekommen, aber ganz kurz noch, da unten, da fließt der Gobach lang. Und ihr seht die Reste vom Hochwasser. Das ist hier Gott sei Dank schon zurückgegangen, aber da lauert die Gefahr. So, aber hier drin ist alles trocken, deswegen zeige ich euch jetzt mal, was meine Weihnachtsgeschenke waren. Bisher eins ist noch nicht angekommen, das kommt noch. Einmal den Musikexpress, ja richtig, in H0. Den gibt es nur in H0. Aber ich habe mich schon immer für die Technik, also in der realen, den echten Musikexpress, den habe ich mal, als ich Jugendlicher war, so 15, 16 Jahren, geholfen ihn aufzubauen, weil mich die Technik hinter diesen Schaustellergeschäften interessiert. Und ich habe mir zwei gewünscht. Den habe ich jetzt bekommen von einer Frau und den werde ich aber später umbauen, jetzt nicht in den nächsten Tagen oder Wochen, weil der soll einen anderen Motor bekommen, einen anderen Antrieb und natürlich die ganzen LEDs sollen da auch Platz finden. So, dann noch zwei Kirmesbuden, die brauche ich. Ja, schön. Und ein N-Bahn-Magazin, ein Jahresabo und den Ballon, den Heißluftballon, dort steht er ja schon. Da habe ich ja schon ein Making-of-Video gemacht. So, dann habe ich euch ja vor einigen Wochen die Planungssoftware für meinen Schattenbahnhof vorgestellt. Hier habe ich die ersten Bretter verlegt mit Gewindestangen. Erst einmal nur grob, ob das alles so stimmig ist, ob das alles passt. Und hier hinten geht es dann irgendwann mal weiter. Mittlerweile ist hier auch meine Weihnachtsanlage, meine Winteranlage eingezogen, vorübergehend, weil die im Wohnzimmer keinen Platz mehr gefunden hat, weil wir einen ziemlich großen Weihnachtsbaum dieses Jahr haben. Oder einen fetten, dicken,
Und da mussten wir einen Tisch rausbringen und da ist die hier gelandet. Auf jeden Fall geht es hier dann mit den Brettern noch weiter bis dort hinten hin. Wobei der Schattenbahnhof eigentlich schon wieder Geschichte ist. Ich habe eine andere Idee. Und zwar, warum lege ich nicht einfach mal ringsrum im Zimmer, außer jetzt hier hinten an der Wand, da geht es nicht, weil es Fenster ist, aber hier so Höhe, da wo die 151er steht und der Kohlezug, einmal ringsrum, dass ich noch zweigleisig oder dreigleisig einmal in einer weiteren Ebene fahren kann. Warum? Lässt sich doch eigentlich machen. Und diese Überlegung spinne ich, aber trotzdem, die Bretter, die bleiben, die Platten bleiben, den Platz brauche ich für die Auf- und Abfahrten und vielleicht nochmal einen längeren Zug abzustellen. Ja, das sind so das, was ich noch in den letzten Wochen vor Weihnachten gemacht oder letzten Tagen vor Weihnachten gemacht und geschafft habe. So, dann, wo steht da? Da, der ICE. Die Geschichte des ICEs kennt ihr. Schaut mal euch in meinen Videos um. Der fuhr ja überhaupt nicht und er ist das zweite Mal jetzt vom Service gekommen und wollte wieder nicht. Und da wollte ich ihn verkaufen und ich gebe es zu, die Leute haben mich kontaktiert und haben mir nicht mehr als 200 Euro geboten. Das Ding ist 600 Euro wert. Natürlich nicht so, wie er jetzt da oder wie er bis vor kurzem da stand im Original, weil der fuhr nicht richtig. Das ist eine Fehlkonstruktion. Was das für eine Fehlkonstruktion war, das heißt, kann ich euch zeigen. Ich kann das nicht zeigen, weil ich möchte da jetzt eigentlich nicht beigehen mehr. Das zeige ich euch in einem anderen Video. Auf jeden Fall ist ein Messingblock zur Achslagerung in diesem Bordrestaurant und dieser Messingblock war zu klein. Der ist nicht groß genug gewesen, dass das Gehäuse von oben diesen Messingblock in einer Führung gehalten hat. Und diese Führung diente dazu, die Welle runterzudrücken, dass die Welle, die Achse und die Welle aufs Zahnrad drücken und der vernünftig fährt. Und wenn er das nicht gemacht hat, was ja auch der Fall war, dann ist die Achse mit dem vorderen Antriebs, also dem Drehgestell, dieses Ritzels, was kein gerades Ritzel ist, sondern so leicht gekrümmtes Ritzel, wegen der Neigetechnik, hat sich verkannt und der Zug ist nicht weitergefahren. Das habe ich mittlerweile behoben. Ich habe diesen Messingblock ein bisschen, eine kleine Schicht, 0,2, 0,3 Millimeter dick mit Lötzinn aufgetragen und seitdem fährt er einwandfrei, ohne Probleme. Jo. Ja, Leute, das war's. Mehr ist nicht passiert hier. Ich habe schön Fahrbetrieb gemacht, wie immer so über Weihnachten. Ja, wie gesagt, auf ein Geschenk warte ich noch. Das ist nicht rechtzeitig gekommen, das trage ich aber nach. Ansonsten, jetzt wirklich an dieser Stelle, ich wünsche euch einen guten Rutsch. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Kommt trockenen Fußes rüber. Bis dann, euer Tom. So, erinnert ihr euch noch an das Rail-Hobby-Video mit den Würsten? Diese zwei kleinen popligen Würste wurden auf der Rail-Hobby in der Gastronomie als Currywurst verkauft. Ein bisschen Ketchup drüber. Curry drüber und das für 5 Euro, da kriege ich 3 solcher Packungen von oder 2 mit, wie viel sind da drinne? 10 Stück, 15 Stück glaube ich. Und das verkaufen die einen für 15 Euro. Das noch mal nachgeliefert, weil ich mir die Wurst damals nicht selber geholt habe, das hat der Lutz gemacht. Liebe Gastronomen in Bremen, das ist hier in Niedersachsen und in Norddeutschland eine vernünftige Currywurst und die werde ich mir jetzt braten. Da könnt ihr auch 5 Euro für verlangen, mit ordentlich Ketchup und ordentlich Curry drauf und nicht so ein Mist wie da. So, liebe Gastronomen, so geht Currywurst für 5 Euro und meine Carlotta, die ist da schon ganz gierig drauf. Bis dann!